Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaut bei einer weiteren Folge Fountain of Youth. Wir waren in der letzten Folge auf einer Loot-Tour und ich bin wieder zurück. Wir werden uns heute um das Dock kümmern. Wir haben die Mission: Baue ein seetüchtiges Schiff, baue ein Dock optimal. Ich werde natürlich ein Dock bauen und da haben wir wirklich jetzt eine schöne Aufgabe vor uns liegen. Das Dock werden wir auch hier direkt an den Strand bauen. Ja, aber zuvor müssen wir uns noch Werkzeuge bauen. Da wollte ich euch gern dran teilhaben lassen. Die wollte ich jetzt nicht einfach so vor dem Video vorbauen. Ich habe jetzt schon mal die Säge im Inventar. Wir brauchen noch einen Baumstamm. Den haben wir hier noch auf dem Karren liegen. Nehmen wir ihn auf die Schulter, packen mal einen hier auf die Schreinereiwerkbank. Gehen in die Werkbank und wir brauchen einen Baumeister, beziehungsweise stellen wir uns vier Baumeister-Werkzeugkästen her. Platzieren und mit der Säge arbeiten. Hergestellt. Das gab jetzt 15 neue Baupläne, darunter die Fundamente und auch das Dock. Können wir uns anschauen. Einmal bei Haus haben wir jetzt die ganzen Fundamente und Wände etc. freigeschalten. Klicken wir kurz einmal durch, dass wir die mal alle aktiviert und angeklickt haben. Und bei Gebäude ist noch das Dock freigeschalten. Das benötigt gleich zwei von diesen Werkzeugen. Wir brauchen den Bauarbeiterhammer und wir benötigen, wo ist es denn? Haus, genau, die Fundamente. Da gucke ich mal, da brauchen wir auch einen Werkzeugkasten und einen Stein jedes Mal dazu. Aber okay, das wusste ich bisher auch noch nicht. Was man benötigt, ich dachte, man braucht ja auch Äste oder große Stämme, aber man benötigt immer diesen Werkzeugkasten. Also kann man da ruhig noch zwei, drei herstellen. Da sind wir ja Meister jetzt drin. Platzieren und hergestellt. Okay, wir sind schon überladen. Das bringt mich zu Punkt 2 der heutigen Tagesordnung. Ja, leider ist es ein bisschen dunkel. Wir werden aber gleich draußen weiterarbeiten. Unsere Tasche ist defekt. Ich habe die jetzt eingelagert. Die ist ja verbraucht. Die hat kein Leben, sagt man so. Nee, eigentlich nicht. Die Haltbarkeit. Die Haltbarkeit ist unterschritten. Wir können unseren Lederrucksack nicht mehr verwenden. Für die Reparatur benötige ich einen Kanonenbaum. Fragt mich nicht, wo ich den finde. Vielleicht auf einer anderen Insel. Von daher werden wir uns jetzt eine andere Tasche in anderen Behälter bauen. Und zwar gab es da ja noch diese Tasche aus Tierhäuten. Benötigen wir zwei getrocknete Haut und einen Seelenfaden. Deswegen waren wir ja nochmal auf Wildschweinjagd. Und ich sehe gerade, wir brauchen Nadel. Eine Nadel. Haben wir denn schon eine Nadel gebaut? Haben wir nicht. Eine Nadel. Brauchen wir eine Fischgräte? Das ist kein Problem. Die haben wir definitiv. Irgendwo. Eine Fischgräte. Ihr seht auch, hier ist so mein Stein, Großsteinlager. Da hinten haben wir die Bambusstämme. Da haben wir diese großen Äste. Also hier liegt schon alles so ein bisschen neben den Truhen rum, weil wir einfach zu wenig momentan in die Truhen reinbekommen. Eines nach dem anderen erstmal die Nadel herstellen. 12 Minuten Nadel hergestellt. Und jetzt konnten wir die Tasche herstellen. An der normalen Werkbank geht das. Tasche platzieren. Arbeiten. Sehr schön. Da können wir jetzt wieder mehr tragen und ich sehe gerade, wir könnten uns ja auch mal so langsam an die Rüstung, an die Tierhautrüstung machen, denn unser Blätterumhang war schon wieder kaputt. Ach, ich sehe schon. Sehnenfaden und getrocknete Haut. Ja, an den Sehnenfaden, da hapert es momentan. Da müssen wir nochmal auf die Jagd gehen.
Also die Nadel kann wieder rüber. Wir müssten dann unsere Blätterausrüstung noch mal reparieren. Die Säge kann erstmal wieder rüber. Steinhammer, der ist fast kaputt. Den müssten wir reparieren, wenn es möglich ist. Mal kurz reparieren. Brauchen wir zwei Steine. Nehmen gleich mal ein paar Steine mehr mit. Halt. Da waren wir überladen. Reparieren, reparieren. Okay, jetzt haben wir dieses Baumeisterwerkzeug dabei. Wir haben Steine dabei. Jetzt können wir uns theoretisch das Dock bauen. Ja, um Ressourcen zu sparen, könnte man jetzt hier den Felsen verwenden, aber wollen wir das? Wir brauchen einen gewissen Tiefgang. Ja, hier sieht es besser aus. Hier geht es wirklich dann gleich runter in die Tiefsee. Ja, Tiefsee nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und das Dock vielleicht hier in diese Richtung bauen, wenn es denn möglich ist. Wir gucken sie uns mal eben an, wie es denn überhaupt aussieht. Platzieren. Oha, was für ein Monster. Guck mal. Das ist jetzt über Wasser, kann ich mir gar nicht vorstellen. Vor allem, wo ist denn da jetzt hinten und vorn? Weil die Treppen irritieren mich etwas. Ich glaube, man zeichnet das ja erstmal nur an. Und sagen, wir bauen das jetzt mal hier hin. So. Oha, das haben wir ein bisschen weit draußen gebaut, aber egal. Wir werden uns jetzt mal die Fundamente schnappen. Da nehmen wir die Stützenden mit den langen Beinen. Hier steht es nämlich zur Installation im Wasser. An diesem Fundament können Docks angebracht werden. Ausgerüsteter Hammer dafür benötigt. Was das Problem ist, wir müssen am Land anfangen. Erstmal so ein kleines. Das hinten bauen wir nochmal weg. Wir fangen hier nochmal an. Mal sehen, ob es mir gelingt. Verwende deinen mächtigen Hammer. Der Hammer wird zur Installation, Verbesserung, Bewegen und Zerstören von Modulen benötigt. Der Hammer zählt als ausgerüstet, wenn er in deinem aktiven Waffenslot ist. Ohne Hammer kannst du nicht mit Modulen interagieren. Haben den ausgerüstet. Und jetzt müssen wir das Tief ansetzen, aber vielleicht reicht sogar schon das Dock. Wir mal sehen, wie man das wieder zerstören, abreißen können. Platzieren, abbrechen. G ändern. Außen platzieren, zurück. Jetzt los. Jetzt war ich so erschöpft vom Schwimmen. Wahnsinn. Wahnsinn.
Na egal, lasst uns erstmal hier bauen. So, E-Interaktion. Geht hier irgendwas mit dem Hammer? Nee. Ressourcen. Platzieren. Bauen. Wir fangen jetzt einfach an. Egal. Wird schon gut werden. Nur sehen, wie ich dieses Dock nachher wegbekomme. Immer so eine Blaupause wieder abreißen. Aber jetzt erstmal noch ein langes Stützfundament. Ein Stückchen mal daraus würde ich schon noch gerne. Geht nicht. Warum geht denn das nicht? Da geht's komischerweise. Da geht's. Hier geht's. Stützfundament platzieren. Ungeeigneter Bereich. Obwohl das eigentlich fürs Wasser gedacht ist, verstehe ich überhaupt nicht. Platziere das mal. Das würde funktionieren. Ah, guck mal, hier von dran geht es wiederum. Aber warum geht es da nicht ran? Können das bewegen? Jetzt sage ich hier. Bewegen? Ah, okay. Auseinandernehmen. Beim Auseinandernehmen können einige Ressourcen verloren gehen. Abbrechen, das möchte ich nicht. Ich würde das mal bewegen wollen. Wir bauen es mal eben bloß hier hinten hin. Bewegen das mal um. Ach, das gibt's doch nicht. Lustig kann man denn sein, wieder ins Wasser gefallen. E. Platzieren, bauen. Jetzt habe ich so ein langes Jahr gebaut. Platzieren. Ah, weil man draufstehen kann, das sein? Jetzt geht das wieder hier von und dran. Man versteht die Welt nicht mehr. Aber dann ist es so. Das sollte doch jetzt genügen. Jetzt das Dock hierher.
So, jetzt haben wir auf jeden Fall ein langes gebaut. Wenn jetzt das Dock nicht ranpasst, dann weiß ich auch nicht. Ah, hier, wunderbar. Wunderbar, das hat gesnappt. Jetzt haben wir es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben einen schönen Anlegesteg. Wir haben da vorne das Dock. Gucken wir mal, was wir hier benötigen. Man hätte das natürlich jetzt auch ohne Steg bauen können. Dazu sind sicherlich die Leitern nachher gut. Hammerhaltbarkeit, Dauer. Zwei Stück habe ich, drei Stück benötigen wir. Wir brauchen noch so ein Baumeisterwerkzeug. Ein Tipi-Dach. Ein Tipi-Dach können wir jetzt auch bauen. Was wollte ich denn gerade machen? Eine Kokosnuss. Kein Werkzeug ausgewählt. Wir brauchen nochmal unsere Säge. Ja, wir sind ein bisschen eingeweicht, aber nützt nichts. Will jetzt schlafen. Es regnet wieder. Wir schlafen noch mal bis zum Morgengrauen. Moment, wir haben Hunger. Was sagt unsere Nahrungskiste? Die sagt, wir haben noch... ja, Kokosnuss. Eier. Mir war, als hätte ich eigentlich noch gebratenes Fleisch rumliegen. So, jetzt habe ich noch mal so lange geschlafen, bis der Regen aufhört. Die Werkzeuge haben wir uns gebaut. Genau. Steine habe ich mit. Brauchten wir, glaube ich, gar nicht. Jetzt können wir uns das Dock bauen. Ressourcen platzieren. Den Vorteilspunkt. Oh, schön sieht's aus, unser Dock. Ja, gut. Apropos Vorteilspunkte, da wollte ich mit euch auch mal reingehen. Wir haben nämlich wieder Vorteilspunkte zu vergeben. Drei Stück. Und das wurde die große Frage, wo rein? Gucken uns noch mal ganz kurz die Infos durch. Krankheiten widerstehen. Stufe 2 kostet 2. Da sind wir eigentlich momentan ziemlich geschützt. Eine Grippe können wir uns notfalls kurieren. Konzentration. Das ist vielleicht auch interessant, dass wir öfters mal die V-Taste, den Spezial-Sichtmodus aktivieren und dadurch Spezialobjekte finden.
lernen wir, verringert das Risiko von Verdauungsstörungen. Gelernt. Und was ist das hier? Besserer Schlaf. Erhöht die Energierückgewinnung im Schlaf. Verleiht einen Bonus von 10% auf verdiente Fähigkeitspunkte. Schaltet das Rezept für Allheilmittel frei. Das haben wir schon gelernt. Einen Punkt hat man noch. Ach, guck mal hier. Fähigkeitspunkte. Lernen wir hier noch einen Punkt rein. Zurück. Was hat er denn? Ich glaube, dem ist heiß. Sonnenbrand. Ah, wir haben uns einen Sonnenbrand eingefangen. Warum? Weil wir keine Sachen haben. Das heißt, Projekt Doc ist abgeschlossen. Wir werden uns kurz der Ressourcensuche widmen. Wir brauchen noch diese großen Blätter, um unsere Rüstung wieder zu reparieren. Was habe ich denn da oben für ein Handsymbol? Sonnenbrand. Chance auf Erholung 65%. Mit Tabakkompresse. Schatten bleiben. Eine Tabakkompresse. Habe ich sogar mit. Wird verwendet. Feuer möchte ich jetzt gar nicht erst machen. Haben wir unseren Speer dabei? Ich sehe ihn gar nicht. Wo haben wir denn unseren Speer? Haben wir den etwa verbummelt? Ja, hier in der Kiste Lager drin. Die Steine raus. Dann haben wir noch das Knochenmesser bleibt drin. Die Baumeisterwerkzeugkästen, die können raus. Die brauchen wir auch nicht mitnehmen. Bringt alles ein bisschen Platz. Eine Fackel. Nö, wir haben jetzt Tag. Brauchen wir nicht. Axt nehmen wir mit. Sagen, rennen wir mal hinten raus. Suchen nochmal schnell breite Blätter. Ich würde ja gern sagen, dass ich den Skorpion schon in der letzten Rücktour hier eliminiert habe, aber ich weiß genau, kaum sage ich's, habe ich den nächsten am Arm krabbeln. Ah, schön. Licht. Wo ich jetzt bloß nicht wieder einen Sonnenbrand holen. Brauche unbedingt so eine Mütze. Breite Blätter. Nee, breite Blätter haben wir hier gar nicht auf der Karte. Da müssen wir einfach ein bisschen gucken. Denk mal, in die Richtung waren wir sehr, sehr wenig unterwegs. Lange Stöcke. Linke Hand. Ich wollte gerade sagen, das klingt nach Nahrung, aber der bringt nicht viel, wenn wir den essen. Kleinen Scheißer. Das sehe ich aber einen schön großen Stein. Würde ich am liebsten mitnehmen. Level 4 ist da. Kleine Racker. Hat mich sowas von überrascht, dass ich erstmal den Speer weggeworfen habe. So, die Früchte bringen Essen und Wasser.
Breite Blätter. Was gibt's hier? Auch ein paar Früchte nehmen wir mit. Ah, ich sehe gerade einen Lianbaum. Das sind aber keine. Nee, das sind nicht die breiten Blätter hier. Der hat sogar Lianen. 8 Stück. Skorpion greift mich an. Weg. Ja, nur sammeln und sammeln und sammeln wir, aber haben immer noch keine breiten Blätter. Das hatte schon der Six in den Kommentaren geschrieben, dass es hier wohl ein Ungleichgewicht gibt. Manche Spieler haben extrem viele Schlangen, wie bei mir, überall sind hier Schlangen. Und manche Spieler, die haben halt kaum Schlangen auf der Karte. Weiß nicht, ob ich mich da glücklich schätzen darf oder eher nicht. So, hier haben wir auf jeden Fall breite Blätter gerade gefunden. Die vielen Schlangen, das macht es nicht leichter. Es muss Regenzeit sein. Das regnet doch schon wieder. Dann lasst uns erstmal hier den Blatthut reparieren. Kostet ein Blatt, hat aber schon ein Drittel Haltbarkeit verloren. Wenn wir den neu bauen. Kostet ein Blatt und ist neu. Status eingeweicht. Tabakblätter nehme ich auch ein paar mit. So, damit ist erstmal unsere Rüstung, wenn man sie so nennen kann, wieder vorhanden. Der Köcher fehlt, der Gürtel fehlt, das ist aber nicht so wichtig. Nehmen wir noch einen Anzünder mit, kleine Stöckchen habe ich gesammelt. Und dann würde ich mich zurück in die Grotte begeben, mich mal frisch machen, Ründchen schlafen nochmal und das Video für heute beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut!